Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Football Manager 2024 Serie. Ja, und das wäre jetzt wieder ein guter Moment zu sagen: So, meine Damen und Herren, da haben Sie das hier doch gesehen, ja? Vålerenga, wir haben einiges getan. Wir haben quasi den gesamten Verein einmal auf links gezogen, kann man sagen. Und einiges passiert, wirklich einiges passiert. Ja, wir haben einen kleinen Minusstand auf dem Konto, sind dabei im Budget geblieben, immerhin. Wir haben uns sehr, sehr, sehr zukunftsorientiert aufgebaut, denn auch in Norwegen gelten Regeln. Das war mir erst gar nicht so bewusst. Maximal 9 Spieler in der Kaderregistrierung dürfen also nicht Norweger sein, also vom Eigengewächs her. Das ist ungefähr die gleiche Regel wie in Schweden, nur ein bisschen andersherum, denn jetzt mit der Kaderregistrierung quasi abgeschlossen, dass man eben dann nichts mehr tun kann. Ja, was haben wir dementsprechend gemacht? Am Ende habe ich nochmal zwei Jugendspieler hochgezogen. Aber wir schauen uns mal ganz insbesondere die Transfers an. Die waren nämlich sehr, sehr interessant, dass einiges passiert und wir gucken uns das Ganze vielleicht mal zusammen an. Also, wir müssen noch ein bisschen zurückgehen, weil es nicht ganz richtig ist, dass wir sind ja quasi, jetzt müssen wir mal gucken, 26, haben wir nicht mehr geholt, ne? Genau, den haben wir nicht mehr geholt. Ich überlege gerade ab, wo wir aktiv geworden sind. Wann haben wir den Job denn nochmal bekommen? Also witzigerweise, ne? Ihr seht ja hier, habe ich Marco Toll hier gekauft, hier verkauft. Genau, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Also, das war auf jeden Fall noch von mir. Ich glaube, das war auch einer der ersten, den wir verkauft haben. Also, wir gehen mal ab hier los. Also, irgendwo so um Dezember rum. 26. Das heißt, also, wir sind aktiv geworden, kann man sagen. Hier, das sind unsere Zugänge gewesen. Wen haben wir alles geholt? Fangen wir mal da am besten an. Knut Olav Klaveness. Man hört an den Namen schon. Es sind junge Leute, es sind aber auch norwegische Leute. Hier, den haben wir geholt. Ein junges Talent. Relativ teuer tatsächlich. 18 Jahre jung, aber dafür. Und ja, kann natürlich auf der offensivzentralen Position super die Rolle einnehmen, die wir brauchen. Hat fast volles Talent. Ist sicherlich einer, der sich entwickeln wird in dieser Saison. Der macht mir jetzt schon Spaß. 18 Jahre jung. Deswegen auch 2 Millionen teuer. Dann haben wir geholt Carlos Garces. Wieder mit dem Trick, dass wir gesagt haben: Hey, du bist ablösefrei, wenn wir nicht aufsteigen. Haben aber ihm trotzdem, glaube ich, den höchstdotierten Vertrag bei uns angeboten: 6.000. Das ist mit jetzt der teuerste Spieler, den wir haben im Kader. Hat sehr viele positive Eigenschaften. Eigentlich fast nur eine negative, nämlich mit der Kabine. Der Rest ist ja nur Registrierungskontra. Das heißt, die Punkte wirst du nie los, wenn es kein Norweger ist. Und deswegen insgesamt eigentlich ein sehr, sehr positiver Charakter für unsere Mannschaft. Ist jetzt übrigens schon in der Saisonvorschau zum Spieler vermutet worden, also von den Wettquoten her, dass er ja, Man of the Season wird. Also 25 Kolumbianer, ja, und eine meiner ganz wenigen Ausnahmen, wo ich tatsächlich noch auf ausländische Talente gesetzt habe. 25, ein super, super Talent. Von Bristol City gekommen. Ja, Gebühr, ihr seht es, Mindestpreis 2 Millionen, potenzielle Kosten mit Prämien nochmal 400.000 on top. Dann haben wir noch geholt Aaron Kjell Olsen, ein Innenverteidiger, Norweger. 25 Eigengewächsregel eingehalten, das war gut. Hier ging es um den Teilzeitvertrag, genau, aber grundsätzlich einer, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Ne? Wir wollten in der Innenverteidigung auch ein paar loswerden, die wichtige Spiele rot hatten, also tatsächlich hier sehr, sehr ängstlich waren. Ne? Also Garces ist ja auch ein Innenverteidiger, der hat das ja überhaupt nicht. Aaron Kjell Olsen, einer der wenigen norwegischen Innenverteidiger, die tatsächlich uns in der Qualität verbessert haben und ja, eben noch dieses kleine Attribut mitnehmen. Das war ein bisschen ein Downer in dem Sinne, aber insgesamt finde ich ihn eine sehr gute Neuverpflichtung. Und dann haben wir ein ganz junges Talent geholt von Benfica Lissabon. Auch hier eine Schnapper vielleicht. Ein Torwart, der relativ groß ist, 1,92, Luka Litovic, hat sich bei Benfica nicht durchgesetzt, in der B-Mannschaft gespielt und er ist 21 Jahre jung, Bosnier, eigentlich auch fast nur positive Elemente, auch das Thema mit der Kabine, ansonsten
Jetzt schon in den ersten Spielen immer super gespielt. 240.000 war auch verflucht günstig, muss man sagen. So, was haben wir verkauft? Marco Toll, ja, Innenverteidiger an Granada. Ja, der wäre immer noch, glaube ich, mein bester Innenverteidiger, aber er hat halt wichtige Spiele, wirklich. Und das ist regelrechte Angst, steht da auch hier, wenn man sich das anguckt. Es kommt sogar noch vor dem Minus mit der Spielberechtigung für die Liga. Das heißt also, das ist der größte Negativpunkt dieses Charakters. Und dann weiß ich nicht, ob wir den dann so gebrauchen können. 3,3 Millionen bezahlt hat Granada für ihn. Er ist für den gleichen Preis vom SC Cambo gekommen. Also es war jetzt kein Negativgeschäft in dem Sinne. Hatte ich vorher übrigens gar nicht gesehen. Anyway. Jason Pendant ist auch gegangen. Sind einige gegangen, by the way, der zu Stromsko Godset. Der Name ablösefrei, haben wir nichts mehr mit zu tun gehabt. Und Brunskog ist in dem Sinne wieder zurückgekommen von einem Leihvertrag. Der war als Abgang noch zu vermerken. Ansonsten eigentlich nicht wirklich was Interessantes. Dann kommen wir ins neue Jahr. Und gehen wir erstmal auf die Abgänge-Seite, weil es hier doch ein bisschen mehr gab als Zugänge. Wir haben Donovan Leon abgegeben. Torwart 34, französisch-guyanisch. Achtet mal so ein bisschen auf die Nationalität. Der war sehr teuer. Der hatte bei uns fast den hochdotiertesten Vertrag. Den haben wir abgegeben als Ersatztorwart, wenn wir den neuen von Benfica haben. Unnötig. Timo Zahl, ja, der tat ein bisschen weh, dass wir ihn abgeben mussten, war aber mit der Registrierungsregel auch tatsächlich schwierig. Der hatte auch wichtige Spiele positiv. 23, aber Niederländer deswegen abgegeben. Auch relativ preisgünstig, würde ich sogar sagen. Jakob Dico Eng, einer der wenigen Norweger, die wir abgegeben haben, weil er gar nicht ins System gepasst hat. Eben hier mit den offensiven Positionen vorne als Stürmer nicht wirklich geeignet. Ne? Abschluss 8. Sorry, aber als Stürmer muss da ein bisschen mehr kommen. Hat auch wichtige Spiele. Ihr seht hier auch sehr viele Kontra-Argumente. Den haben wir auch abgegeben. Dann Tarzan, ja, auch wenn mir der Name sehr gut gefallen hat, ist er trotzdem für uns weniger interessant gewesen. Portugiese 32 haben wir abgegeben. Ne? Ihr seht auch vom Vertrag, er wäre auch relativ teuer noch gewesen für sein Alter. Und mit der Ausländerregelung schwierig. Dann haben wir abgegeben, da sehen wir schon, das ist ein Norweger. Ne? Mattis Bakken Myklebust ist aber nur als Laie, glaube ich, gegangen. Oder haben wir ihn ganz verkauft? Nehmen wir ihn ganz verkauft. Jugendspieler, also nichts Wildes. Dann haben wir Craig Kehls abgegeben, auch ein Innenverteidiger, auch Niederländer. Sind wir auch in dem Sinne losgeworden, weil es jetzt auch nicht der super Ablösepreis war, aber im Grunde wichtig, dass wir ein bisschen Platz geschaffen haben für junge Norweger. Brian Limbombe, auch der Kongolese, hat auch nicht mehr richtig reingepasst. Ne? Aber hätten wir mit Außenstürmern gespielt, okay. Macht aber in dem System, was wir uns da auch zusammengelegt haben, keinen Sinn. Wir sehen hier an Kontrapunkten dann leider doch auch ein paar, die ganz schön reinschlagen. Diogo Amaro, so. Sehr jung, Portugiese, Innenverteidiger. Ist ja kein schlechter, gar keine Frage. Aber auch hier, guck mal, wichtige Spiele. Regelrecht Angst. Wieder das wichtigste Attribut bei dem ist das Thema wichtige Spiele. Können wir uns dann nicht antun, ehrlicherweise. Ne? Haben wir auch abgegeben. Dann, Javan Andersen. Surinamesisch ist schwierig, es auszusprechen übrigens. Eigentlich eine Stammkraft. Rechtsverteidiger war auch wirklich eine schwierige Entscheidung, ihn abzugeben. Hat gar kein Potenzial mehr gehabt. Ne? 31, keine schlechten Eigenschaften. Deswegen hätte ich ihn eigentlich fast am liebsten behalten. Das war auch tatsächlich den einzigen, den wir abgegeben haben, wo es mir ein bisschen wehgetan hat am Ende. Zwei Laien, Jordan Shields und Ruben Lameras und Bitri am Ende noch, der Junge, nicht mehr so Junge, mit 30, Albaner, der war unser Ersatzmann auf der Innenverteidigung und ja, den haben wir auch abgegeben. Also der Kader war ja unfassbar groß, als wir ihn übernommen haben. Und was haben wir jetzt nachgeholt? Ihr seht es sind immer relativ hohe Summen in dem Sinne, aber es waren alles super gute Verpflichtungen. Wir haben Thomas Johansen geholt. Däne, also einer wieder ausländisch, der Stürmerabschluss 16, Antritt 16, Schnelligkeit 15. Ein super Talent, 18 Jahre jung, richtig, richtig gut, fast volles Talent. Potenzielle Fähigkeit, ansonsten schon einer, der sofort weiterhilft. Dann Moller Hansen, Innenverteidiger, Backup, quasi für Bitri gekommen, 9 Jahre jünger. Und
Wir sehen sehr, sehr viele positive Elemente. Einer, der auch mit seiner Trainingsnote hervorsticht, ganz wichtig, ne? Auch eben Leute zu haben, die ein Stück weit Professionalität an den Tag legen. Und dann haben wir noch Paul Rahold geholt. Stürmer kann offensiv und Stürmer spielen. Ganz wichtig. Das für uns natürlich auch in der Variabilität eben sehr, sehr wichtig. Auch ein guter Stürmer hat übrigens in der Vorbereitung hier in 6 Freundschaftsspielen 6 Tore und eine Vorlage erzielt. Also ja, hätte man jetzt auch schlechter spielen können. Und die 6 sind auch nicht alle aus einem Spiel. Deswegen passt, ne, auch sehr viele positive Werte. Auch ein Trainingsmensch. Und Christian Knabskog, auch einer, der mir gut gefällt im Mittelfeld, der auch die defensive Position mit drauf hat, kann auch, ist auch ein Trainingsweltmeister hier, 20 Jahre jung Norweger. Also wir haben schon sehr, sehr viele neue junge Leute geholt. Das war uns wichtig. Leider ist Salah-Idine im letzten Spiel hat sich verletzt. Deswegen spielt Elisenberg jetzt auf der linken Seite, Norweger. Salah-Idine kann theoretisch spielen, ich will ihn aber noch schonen. Dann Garces in der Innenverteidigung. Ja, mit Chloe Wert. Chloe Wert ist geblieben. Und Killy Olsen. Ne? Also die drei gesetzt. Theoretisch hätten wir jetzt noch Moller Hansen, der hier ersetzen könnte, etc. etc. Ne? Also hier noch die Möglichkeit, auch noch mal ein bisschen durchzutauschen. Dann haben wir ja rechts offensiv Diaz, der jetzt quasi der Ersatz ist für den aus dem Surinam. Dafür kann auch Jess Hornkamp das spielen und auch Björström. Der kann übrigens auch links spielen, das ist ein Riesenvorteil, ne? Rechts, links. Lushaku, der normalerweise offensiv bei uns gespielt hat, der Beste auf der Regista-Position. Gravius dann auf der hier wichtigen Segunda-Volante-Position. Theoretisch sehen wir auch, ne, könnten wir auch Knabskog spielen lassen. Ich finde aber die beiden von dem Typ her, also Gravius ist eher so der kräftigere Spieler, Lushaku eher so der schmächtigere. Und dann hier vorne eigentlich super junges Trio, ne? Klavenes ganz vorne als vorgeschobener Spielmacher. Rahold dann auf der offensiven Mittelfeldposition. Johansen mit dem Abschluss. Unfassbaren Abschluss 16. Ganz vorne drin ist eine sehr interessante Aufstellung. Vorne sehr jung, alles außer Johansen Norweger. Dann hier auch viele Norweger. Dann haben wir hier in der Innenverteidigung vor allen Dingen zwei und im Tor einen, der eben Ausländer ist. Das ist ja auch nur zu erwähnen, weil eben wichtig ist, dass wir hier damit die Regeln also einhalten. Grundsätzlich, wenn man sich die Positivpunkte anguckt, ja, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt im Wettbewerb. In der Oberliga wären wir jetzt in der Saisonvorschau aktuell Vierter mit einer 3-0er-Quote. Ranheim, gegen die wir als erstes spielen, 26er-Quote. Wir sehen heute zwei Spiele, weil es hat sich so viel getan, dass wir das natürlich einmal jetzt hier durchexerzieren mussten in den ersten Minuten. Wir sehen das Spiel gegen Ranheim und wir sehen das Spiel gegen HamKam. Dann im nächsten Teil noch Sandnes, Alta und Arendal und dann zur Mitte der Saison wieder da. Wir gehen mal rein in die erste Partie für uns gegen Ranheim mit der neuen Aufstellung. Also ihr seht sie jetzt zum ersten Mal in Aktion. Ich habe sie schon begutachten dürfen. Ihr könnt euch selber ein Bild machen. Wir hatten sehr, sehr viele Vorbereitungsspiele. Es hat sich trotzdem jetzt keine Beziehung zwischen den Spielern aufgebaut. Das liegt vor allen Dingen auch daran, sage ich mal, dass wir noch in der Mannschaft relativ viele Köpfe ausgetauscht haben. Deswegen wundert mich das jetzt an der Stelle nicht wirklich. Genau, Elisenberg spielt, obwohl eigentlich, hier haben wir ja gesagt, übrigens, Thomasen kriegt gerade noch eine Nummer, weil er ist am Deadline Day gekommen. Den haben wir für 1,1 Millionen am Deadline Day verpflichtet. Also, gehen wir rein ins erste Spiel und ich bin sehr gespannt. Es ist ja für uns das erste offizielle Spiel, ja, das allererste offizielle Spiel für Vålerenga im eigenen Stadion gegen Ranheim. Wir sehen alle Neuzugänge hier mal aufgelistet. Ne? Da sehen wir 2, 3, 4, 5 Neuzugänge in der Formation. Bei Ranheim auch 3 neue in der Formation. Und spielen ein klassisches 4-4-2. Bin gespannt. Klar, alles noch nicht aussagekräftig. Überall noch 0 Punkte. Erstes Spiel der Saison. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Wir gehen rein ins erste Spiel. Gravius bei der Ecke. Da ist Klungert!
Come on! Dritte Minute. Es geht. Gut los. Sehr gut los. Wieder Ecke. Nach 8 Minuten. Gravius. Deswegen haben wir ihn auch drin behalten. Gravius. Flanke hinter zu Garces. Und die nächste gute Gelegenheit. 1:0 verdient, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Gravius. Beim Freistoß. Wir werden doch nicht etwa Freistoßtore plötzlich erzielen. Gravius. Come on. Bam. 2:0. Vålerenga. Also, alles aus Standardsituationen, wenig aus dem Spiel heraus, aber schön, dass wir uns gerade in der Anfangsphase schon sehr viele Standardsituationen herausarbeiten. Hier schönes Pressing, Rahold. Jetzt sehen wir auch so ein bisschen, achtet mal auch auf die Bewegungsabläufe, das, was wir im letzten Teil besprochen hatten, mit der Taktik, Rahold. Schade. Na, genau diese schnellen Kontersituationen, in die wir kommen wollen, ne? Also bei Umschaltmomenten mit Pressing eben auch sofort kreativ nach vorne spielen, gar nicht lang schnacken, kurzes Abspiel, Elisenberg, Gravius, wieder Gravius, Lushaku mit der Flanke, da ist jemand verletzt, Elisenberg, Gravius, zurück zu Lushaku und der aus dem Mittelfeld mit dem Abschluss. Erste Gelegenheit vielleicht mal für Ranheim. Nein, Elisenberg. Lavnes, Luca, Lushaku, Luivert, Lushaku, Gravius. Wir sehen die Doppel 6 in Anführungszeichen. Da ist Johansson, Abschluss 16 an die Latte. Baby, es geht gut los. Macht Spaß, die Mannschaft. Hat mich sehr viel Zeit und sehr viel Buße gekostet. Gravius. Das war wirklich super lang. Das war mit einer der längsten Vorbereitungen, die ich gefühlt gemacht habe. Johansson mit links. Sehr lange gescoutet. Viele Leute mir durchgeschaut. Und dann am Ende wirklich junge, gute Leute geholt. Ähnlich zufrieden war ich mal, als wir beim FC Porto eine Mannschaft im letzten Jahr zusammengestellt haben. Aber das war dann am Ende auch wirklich das... Wir haben ja die Liga so dermaßen in Portugal dominiert. Das war ja, der hat fast schon keinen Spaß mehr gemacht. So, was soll man machen? Achso, ja. So, und hier, ja. Sehr schön. 2:0, ich glaube, völlig verdient. Zwei Standardsituationen. Bemerkenswerterweise, hier kommt die nächste, Lushaku. Und da ist er wieder drin. Und wieder Kluivert. Ey. Zählt nicht. Irgendein Foul, Abseits, was auch immer, habe ich nicht gelesen. Aus dem Spiel heraus leider noch kein Tor. Wenn man jetzt hier meckern möchte. Über die Seite. Ranheim zum ersten Mal. Garces. Das sah so aus, als wenn der gar nicht in den Zweikampf gehen wollte. Rahold und Elisenberg. Das sind natürlich jetzt alles super junge Spieler. Ihr guckt doch mal, ne? Die sind alle... sehr schmal, alle sehr jung, ne? Alle so schmächtig auch ein bisschen, aber alle halt super schnell. Rahold wieder an den Verteidigern vorbei. Rahold, der hat in der Vorbereitung schon so solide für Vålerenga getroffen. Hier von der offensiven Position zum ersten Mal jetzt. Ich habe ihn vorher immer im Sturmzentrum spielen lassen, aber mit der Verpflichtung von Johansson war es eigentlich beschlossene Sache, dass er eine Position zurückrücken wird. Hat auch die Folge, dass Lushaku eben auch im Mittelfeld spielen kann. Schöner Ball auf Johansson und der mit seinem 16er Abschluss trifft ihn wieder nicht. Schade, ne? Also hat er sich jetzt eigentlich schon auch verdient. Gravius hier haben wir jetzt gerade irgendwo das, was sagen, hey, der ist ein bisschen platt. Da machen wir Knapskog. Das ist genau die Situation, wo wir dann so wechseln können. Jetzt haben wir hier noch, Elisenberg. Ja, wollen wir jetzt das Risiko eingehen mit Salah Edine? Machen wir. Komm, gehen wir den Gravius nochmal beim Freistoß. Ja, wieder nicht schlecht. Also Gravius schon auch die sinnvolle Alternative, ihn drin zu lassen, weil er schlägt halt die Freistöße und die Ecken und die waren ja zweimal erfolgreich hier.
Lushaku kann die aber auch. Viele Standardsituationen. Zählt der denn diesmal? Knappskog. Guter Mann. Bewirbt sich für einen Stammplatz bei mir und sagt, hör mal, warum lässt du mich draußen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich bin noch viel zu gut. So, wen haben wir denn, der nicht so gut spielt? Diaz spielt nicht so gut. Da könnten wir jetzt mal Hornkamp bringen, ja. Der kann irgendwie alles. Der kann offensiv, zentral, Sturmzentrum und Rechtsverteidiger. Ne? Ist auch irre, was für eine Flexibilität der an den Tag legt. Witzigerweise ist er aber auch mein Ersatz für die offensive Position. Deswegen müssen wir jetzt so wechseln und nehmen Hornkamp nach vorne und lassen Bjurstrom dann rechts spielen. Dafür ist er ja auch da. Und theoretisch hätten wir noch einen Platz frei. Jetzt überlege ich gerade, es spielt eigentlich sonst jeder gut. Ne? Es ist nur eine Fitness-Sache. Da könnten wir Garces vielleicht mal rausbringen und eigentlich Moller Hansen, sag ich mal, oder Bizurza. Ich nehme mal Moller Hansen, der ist ja der Neuzugang, der soll mal seine ersten Minuten bekommen. So. Wie gesagt, schöne, wirklich schöne Breite. Wir haben auch auf der Tribüne jetzt quasi, also nicht mitgenommen, aber doch noch einige Jugendspieler auch in die erste Mannschaft rübergeholt. Dadurch, dass wir natürlich eben auch die Verpflichtung haben, im Norweger Eigengewächse auch zu... Oh, schöner Ball. Johansen, komm schon. Veredel dein... Komm! Oh, dein Comeback wollte ich schon sagen. Dein Coming Out, auch falsch. Dein erstes Spiel. Für uns. Schade, wieder knappes Ding. Leider nicht drin. Björstrom, Knapskog und Karte. Aber der müsste, wenn da nur eine gelbe sein. Warum sehen wir das? Weil der Freistoß anscheinend gefährlich ist. Hornkamp beim Freistoß. Zwei Freistoßtore. Also, alle, die jetzt hier schon länger zugucken, wissen, wirklich wissen, dass das außergewöhnlich ist. Weil wir haben in der gesamten letzten Saison ein einziges Freistoßtor gemacht und ein einziges Freistoßtor bekommen. Wir haben jetzt zwei Tore im ersten Spiel per Freistoß gemacht. Aber gut. Interessant. Vilicovic beim Debüt mit einer weißen Weste, klar, richtig gut. Gravius gut in Form, den loben wir natürlich auch. Und ja, wir haben leider schon in 2 Tagen wieder das nächste Spiel. Ne? Erst total lange Pause in Norwegen und dann irgendwie gefühlt alle 3 Tage ein Spiel. Aber okay, wir spielen gegen Hamkam, wir kommen in 2 Tagen zurück, bis gleich. So, und da sind wir schon wieder gefühlt in einem Wimpernschlag. Für euch sowieso, für mich auch. Wir haben einmal gewechselt, denn Lushaku war tatsächlich ein bisschen platt. Wir können es auch sehen. Ist jetzt nicht so völlig erschöpft, aber zumindest ja ein bisschen ausgepumpt. Und da wollen wir ihm die Pause geben. Bizurza für ihn drin, auf der Position neben Gravius. Auch hier könnte ich jetzt direkt wieder auf Knapskog gehen, aber Knapskog ist für mich so ein bisschen so diese eierlegende Wollmilchsau, den kannst du überall bringen. Rahold, ja, da könnte man sich auch drüber streiten, aber auch da, Lushaku wäre theoretisch möglich, Ofkir wäre theoretisch möglich. Also wir haben noch Optionen, ne? Also zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt schonen wollen würde, würde ich zum Beispiel jetzt als erstes an Ofkir denken, einfach nur um, sag ich mal, die ausgeruhten Spieler spielen zu lassen, allen die Möglichkeit zu geben, eben auch mal zu spielen. Vielleicht machen wir das jetzt einfach auch mal mit dem Hinweis darauf, dass Rahold natürlich von der Bank kommen kann. Wir gehen mal wieder rein ins Spiel. Ich lasse wieder Salahedine natürlich nicht sofort spielen. Gerade gesehen, extrem viele Wechsel beim Gegner. Sehr interessant. Da weiß ich natürlich gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Bei uns 2 auf der Position, weil Fitness. Ansonsten eine relativ ähnliche Mannschaft zum Hinspiel, gerade zum ersten Spiel. Wir haben einen Neuzugang hier auf dem Tableau beim Gegner. Von der Erwartungshaltung wurde übrigens geschrieben, unentschieden. Schauen wir mal. Und
Dann gehen wir ins Spiel rein. Also die Standardsituationen im letzten Spiel waren für uns der Bringer. Ich würde natürlich gerne auch sehen, dass wir es aus dem Spiel heraus besser machen. Klavenes, Bissosa, Johansen kommt nicht dran, aber Elisenberg, zweiter Ball. Gravius in die Mitte und Elfmeter. Wer tritt an? Wer tritt an? Ich weiß gar nicht, wen ich gewählt habe. Auf hier. Ja, gut. Ja, gut. Gut, gut, gut. Cool. Das ist natürlich ein guter Start für ihn. Mohamed Ofkir bekommt die Minuten für Rahold und zeigt uns nach wenigen Sekunden, warum er einer der Besseren vom Punkt ist. Gefahr außen. Der war gut. Der war sehr gut. Stark. Stark gespielt, da hat er fast den umgedrehten Robben gemacht. Mit rechts, hinten rechts rein. Das war, erinnerte doch sehr vom Bewegungsablauf an einen. Spielen übrigens nochmal zu Hause, ne? Auch interessant, zwei Heimspiele zum Start der Saison. Nehmen wir natürlich gerne mit. Wieder ist es eine Standardsituation, wenn man es jetzt ganz genau nehmen möchte, ne? Es ist. Ein Elfmeter ist auch ein Standard, wenn man so will. Von daher interessant auch hier wieder erfolgreich darüber Kosic beim Gegner. Schon relativ platt bei uns. Ja, der ein oder andere auch. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt einen Tag mehr hatten oder ob die einfach mehr durchgewechselt haben als wir. Das kann ich nicht sagen. Aber es waren, also waren einige Wechsel zu sehen von, also man hat es vorhin kurz vorm Spiel oben links gesehen, dass der Gegner doch etliche Leute ausgetauscht hatte. Erstes Spiel gewonnen mit der Truppe, immerhin 3 Punkte geholt. Also es war jetzt auch nicht so, dass die da irgend so eine Gurkentruppe aufgewiesen haben, sondern schon auch Leute mit Qualität. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir tun müssen können. Klavnes ist sicherlich jetzt ein Thema, der könnte raus. Da gucken wir mal. Hornkamp. Bringen wir ihn mal. Dann haben wir hier im Mittelfeld Gravius. Da bringe ich Knabskog für. Wiesenbeck, da bringe ich Salahidine. Und da vorne könnte ich jetzt theoretisch Rahol bringen. Möchte aber gerade noch mal einen Moment warten damit. Will Johansen, dass er trifft, weil der ist. Er hat so einen geilen Abschluss. Der muss nur den ersten Glücksmoment haben. Dann glaube ich, wird da auch mehr gehen. Gazes. Duiverts. Bizosa. Schön zu Sergio Diaz in die Mitte. Warum nicht flach? Hohes Ding. Blöd. Und da ist es. Johansen. Ich habe es euch ja gesagt. Wichtig, wichtig. Schön. Ja, Stefan Salahidine mittlerweile auf dem Platz. Hoch, gut. Gazes. Da ist Hornkamp, versucht ihn zu verlängern. Nächster Versuch auf Ofkir. Super in die Mitte. Johansen versucht nachzusetzen. Winkel zu spitz. Um da wirklich erfolgreich abzuschließen. Und eigentlich ist jetzt Johansen eigentlich für mich auch, ne? Also er hat seinen Dienst getan. Ich bringe Raholt. Und jetzt können wir nochmal überlegen, in der Innenverteidigung vielleicht Kluivert, der zwar solide, aber nicht gut spielt, könnte ich Möller Hansen bebringen. Und damit haben wir dann 5-mal gewechselt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, jawohl. Er geht nicht. Verteidigung muss ein bisschen länger durchhalten als der Rest. Haben ja im letzten Spiel Garces ausgewechselt. Jetzt wechseln wir dann Kluivert aus. Im nächsten Spiel wäre es dann wieder nach der Logik Killy Olsen, den wir mal auswechseln. Also wollen da schon variabel bleiben und das Ganze verteilen. Sehen auch Garces, ne? 12,1 Kilometer Spieler des Spiels. Obwohl, das ist krass, ne? Also, das ist heftig. Spieler des Spiels geworden. Gar nicht am meisten gelaufen, aber anscheinend irgendwie unfassbar gut gespielt. Ich liebe ihn jetzt schon. Ich finde ihn gut, dass ich ihn gekriegt habe.
Und wie gesagt, ne, das ist alles, also der wäre nicht gekommen, der wollte 9.000 haben oder so. 9.000 hätten wir niemals bezahlen können, muss man an der Sache, an der Stelle eben mal so festhalten. Wir konnten ihn uns nur leisten, weil er eben diesen Trick halt akzeptiert hat, dass wir gesagt haben, hey, dein Vertrag, Vertragsdetails, wir gucken nochmal rein, ne? Also wir haben gesagt, ja, okay, Gehaltserhöhung bei Aufstieg 45% ist viel. Ja, ist viel, bei 6.000 auf jeden Fall, ist fast die Hälfte mehr. Also da wäre er bei seinen 9.000 in der nächsthöheren Liga. Haben aber auch Ausstiegsklausel bei Nichtabstieg 0. Ne? Also das heißt, wir haben ihm quasi gesagt, wir steigen auf jeden Fall auf. Das sagt ja das eine und das andere. Ne? Also du kriegst eine hohe Erhöhung bei Aufstieg und du bist ablösefrei quasi, wenn du nicht. Also er hat quasi kein Risiko. Ist ihm quasi sicher, die 9.000, die er haben wollte am Anfang. Und so habe ich halt den Trick so ein bisschen halt angewandt, ne? Also Gehaltserhöhung angehoben, Ausstiegsklausel runter. Ja, er macht 8% vom Gehaltsbudget des Vereins aus. Das ist nicht wenig, er ist Topverdiener. Aber anscheinend ja auch richtig eingesetzt von mir und auch jetzt schon sehr viel wert. Ist Topverdiener auf jeden Fall. Wir können nochmal, nee, müssen wir hier auf die Gehaltstabelle gehen. Da sehen wir, dass er mit Sicherheit der Topverdiener ist. Isaac Romero ist verliehen. Ich weiß nicht, wie der Leihvertrag ist, wenn ich ehrlich bin. Können wir uns mal angucken. Leihvertrag, Kaufoption ist 300.000. Zahlen aber nicht das Gehalt. Also, das ist jetzt für mich auch so totes Kapital die ganze Zeit. Ne? Der wird jetzt irgendwann zurückkommen, aber. Blöd eigentlich für mich. Dann haben wir hier Ruben Lameras, den habe ich verliehen. Auch mit Ausstiegsklausel, glaube ich, nicht Ausstiegs, sondern Kaufoptionsklausel. Salahedine, klar, kommt zurück, Vertrag verlängert, by the way. Thomas Johansen gerade neu. Ansonsten auch die Neuzugänge jetzt, die sind nicht super teuer gewesen. Ne? Also Klaveness, guck mal hier, 1.300. Paar Rahold, 1.300. Knapskog, 1.300. Moller Hansen, 1.000. Also alles die Neuzugänge auch, ne? Und wie gesagt, das können wir jetzt uns nochmal angucken. Wir haben natürlich auch ein paar junge Leute hochgeholt, also überall, wo jetzt nicht unregistriert steht, die haben wir registrieren lassen. Zum Beispiel wieder Lorenzen als Innenverteidiger. Fand ich auch ganz gut. Auch Trainingsnote wieder wichtig, also darauf achte ich. Dann Ulrich Strom, wir brauchten einen zweiten Torwart, das ist aber kein neuer. Dann Dreni Nakim, 19 Jahre, auch Trainingsnote gut, hat auch viele positive Elemente, offensives Mittelfeld. Übrigens genauso wie ja, der sich schon ein bisschen bewiesen hat, Nordli, ne? Also ich weiß nicht, der ist 17, das beste Talent gewesen aus meinem Kader, also insgesamt sehr, sehr positiv. Und Moritz Hansen, auch noch für die Rechts. Flügelposition, auch einer, der, glaube ich, ganz gut reinpasst. Ist jetzt kein Trainingswunder, aber anyway. Genau, so viel zum ersten Teil. Ihr seht im nächsten Teil dann logischerweise die nächsten drei Spiele und werden dann zur Mitte der Saison wiederkommen. Ich hoffe, der Kader und die Zusammenstellung gefällt euch. Könnt ihr mal was zu sagen? Mir sehr viel Mühe und Zeit dafür gegeben. Und ja, es macht Spaß mit der Truppe, mit der Taktik auch, die geht auf. Wir haben jetzt 2x zu 0 gespielt. Und könnt ihr mal sagen, ob das für euch auch eine interessante Taktik wäre oder wie ihr das Ganze bewertet. Also bis zum nächsten Teil, bis nächste Woche Samstag, bis dahin, ciao, ciao.